Der Bogenschütze. Es war einmal ein Junge namens Robin, der alle Geschichten über Robin Hood las. Es muss etwas Tolles sein, im Wald zu leben wie Robin Hood, dachte er. Hätte ich so viel Mut wie er? Mama könnte für mich ein schönes Robin Hood-Kostüm nähen. Eigentlich müsste ich nicht wirklich im Wald leben. Samstags und sonntags würde ich am Waldrand spazieren und dann zum Mittagessen nach Hause gehen. Um niemanden zu verletzen, würde ich keine scharfen Pfeile benutzen, sondern Saugnapfpfeile. Das setzte der junge Robin jeden Samstag und Sonntag in die Tat um. Er fühlte sich wohl am Waldrand und bald nannten ihn die Leute in der Gegend den Bogenschützen. Eines Tages beschloss er, etwas wirklich Schwieriges zu tun. Er wollte versuchen, mit seinem Saugnapfpfeil einen springenden Frosch zu treffen. Er ging also zum See. Ein Frosch wollte gerade von einer Seerose springen. Robin legte auf ihn an. »Was machst du denn?« schrie ihn der Frosch an. »Ich bin Robin Hood und ich will dich mit meinem Pfeil treffen«, antwortete der Junge. »Und ich bin dein König, Richard Löwenherz. Ich kehre gerade als Frosch verkleidet vom Kreuzzug zurück. Du darfst mich doch nicht erschießen.« Robin tat es auch nicht, sondern er ging entmutigt, leise nach Hause.